Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VdK gibt dir Recht. Ich bin Ronny Hübsch, Jurist beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg und heute geht es bei uns um Einmalleistungen für Arbeitslosengeld II Empfängerinnen und Empfänger, umgangssprachlich auch Hartz IV Empfängerinnen und Empfänger. Für Arbeitslosengeld II Empfängerinnen und Empfänger leistet das Jobcenter in einigen Lebenssituationen zusätzliche Hilfe in Form von einmaligen Kostenerstattungen. Diese einmaligen Leistungen müssen nicht zurückgezahlt werden. Aber als Hartz IV Empfängerin bzw. Empfänger bekommen Sie diese Leistungen nur, wenn Sie sie wegen außergewöhnlicher Umstände tatsächlich benötigen. Und das müssen Sie auch nachweisen. Zudem gilt immer die Faustregel: rechtzeitig beantragen. Das heißt, bevor Sie irgendwelche Ausgaben tätigen, muss der Antrag gestellt und bewilligt worden sein. Sie bekommen diese einmaligen Leistungen zum Beispiel für die Erstausstattung Ihrer Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte. Diese Erstausstattung ist reserviert für spezielle Situationen wie beispielsweise ein Wohnungsbrand, dem Auszug von zu Hause. Achtung, bis 25 Jahre müssen Sie im Regelfall bei Ihren Eltern wohnen oder aus einem Heim. Auch bei der Erstanmietung einer Wohnung nach einer Haft oder nach einer Wohnungslosigkeit kann diese Erstausstattung beantragt werden. Ebenso bei Heirat, Trennung oder Scheidung. Zusammengefasst, Sie bekommen nur Leistungen für die Anschaffung einer Erstausstattung, wenn Sie aus guten Gründen keine eigenen Möbel mehr haben. Weiterhin gibt es eine Erstausstattung für Bekleidung und eine Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt. Bei der Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt gibt es einen Grundsatz. Sie bekommen Dinge einmal und sollen sie dann wiederverwenden, wenn Sie sie für eine neue Schwangerschaft oder ein kleineres Kind wieder brauchen. Neue Kinderkleidung müssen Sie mit dem Regelbedarf decken. Das gilt selbst bei Kindern mit überdurchschnittlichem Größenwachstum. In Ausnahmefällen kann es sich aber lohnen, gerichtlich gegen einen ablehnenden Bescheid vorzugehen. Hierbei unterstützen wir Sie in den VdK-Beratungsstellen gerne. Denn die Gerichte entscheiden in jedem einzelnen Fall, das heißt eben auch unterschiedlich. Ausnahmsweise können solche Bedarfe als Härtefall unter § 21 Absatz 6 SGB II fallen und werden dann eben doch vom zuständigen Träger übernommen. Erstausstattung wird für Bekleidung aber nicht nur bei Schwangerschaft und Geburt gewährt, sondern auch bei vollständigem Verlust der Kleidung, etwa nach Wohnungsbrand oder aufgrund anderer außergewöhnlicher Umstände, wie zum Beispiel deutlicher Gewichtszu- oder Abnahme. Es kann aber auch sein, dass Sie nach einer Haft oder einer Wohnungslosigkeit Bekleidungsbedarf haben. Ebenfalls zu den Einmalleistungen für Hartz IV-Empfängerinnen und Empfänger zählen die Anschaffung sowie Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten. Voraussetzung ist, dass diese Sonderbedarfe medizinisch begründet sind und auch hier bereits vor der Anschaffung eine Genehmigung eingeholt wird. Als letzter Punkt für die Einmalleistungen wären Umzugskosten oder Wohnungsbeschaffungskosten zu nennen. Wenn Sie nämlich endlich eine neue Wohnung gefunden haben, die das Jobcenter für angemessen hält, gibt es viel zu tun und unmittelbar kommen unterschiedliche Kosten auf Sie zu. Aber nicht vergessen, auch bei Umzug gilt, wenn Sie finanzielle Hilfe vom Jobcenter wollen, müssen Sie diese beantragen, bevor Sie etwas von den Umzugskosten übernehmen oder einen Dienstleister beauftragen. Im Nachhinein bekommen Sie nichts erstattet. Vorausgesetzt, der Antrag geht vorab beim Jobcenter ein, können Sie beispielsweise Hilfe für die Fahrtkosten zu Wohnungsbesichtigungen bekommen, wenn ein Umzug an einen weiter entfernten Ort notwendig ist. Weiterhin kann man Hilfe erhalten für die Mietkosten eines Umzugsautos, die Kosten für eine Anfangsrenovierung oder eine Abstandszahlung an den Vormieter. Maklergebühren werden jedoch nur in seltenen Ausnahmefällen übernommen. Wenn Sie zu Ihrer individuellen Situation Beratung und Hilfestellung benötigen, melden Sie sich telefonisch bei Ihrer nächstgelegenen VdK-Beratungsstelle und vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrer persönlichen VdK-Sozialrechtsreferentin oder Ihrem persönlichen VdK-Sozialrechtsreferenten. Wenn es hierbei um das Thema einmalige Leistungen für ALG II-Empfängerinnen und Empfänger geht, bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: den ALG II-Bescheid, den Kostenvoranschlag der zu erwartenden Kosten und den Nachweis der außergewöhnlichen Umstände,
zum Beispiel Haftentlassung, Brand oder Neugründung eines Hausstandes. Gibt es vielleicht Themen aus dem Bereich Sozialrecht, die Sie hier gerne mal erklärt haben möchten? Dann schreiben Sie uns Ihre Ideen und Anregungen gerne an die E-Mail feedback@vdk.de. Ansonsten, wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns über jeden Daumen hoch. Das war es auch schon von mir für heute mit VdK gibt dir Recht. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.